Ich habe ja letzte Woche versprochen, dass ich euch zeige, wie ich Kanten auf Tischlerplatten aufbringe, Massivholzkanten. Und wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt einfach dran. Vor längerer Zeit habe ich schon ein Video über das Thema Tischlerplatten gemacht. Und viele von euch schrecken etwas vor diesem Material zurück, auch vor anderen beschichteten Materialien, furnierten Materialien. Und zwar, weil die Kanten ja belegt werden müssen. In der Regel macht man das bei furnierten Platten dann mit Massivholzanleimern. Und das ist gar nicht so schwer, wie sich so mancher vorstellt. Und den genauen Ablauf, wie ich das mache, den zeige ich euch jetzt. Das ist eine Platte, an die eine Kante angeleimt werden soll. Und bevor ihr überhaupt eine Kante anleimt, die soll in dem Fall hier vorne drauf, müsst ihr dafür sorgen, dass diese Kante wirklich absolut ausrissfrei geschnitten ist. Oder wenn ihr eine Hobelmaschine habt, dann fahrt das Ganze noch einmal über die Abrichte. Dann bekommt ihr eine absolut gerade, rechtwinklige und ausrissfreie Kante. Denn wenn ihr später die Kante hier aufgeleimt habt und habt vorher vom Sägeschnitt Ausrisse, dann sieht das furchtbar aus. Das Hobeln funktioniert natürlich nur bei Längskanten. Quer dürft ihr das nicht machen, das reißt tierisch aus. Beim Hobeln müsst ihr natürlich beachten, dass ihr Material abtragt. Bei dieser Platte hier, das werden Böden, ist es so, dass nur vorne eine Kante draufkommt. Die leime ich jetzt an. Dann wird erst dieses Brett auf die benötigte Breite geschnitten und dann abgelenkt. Habt ihr jetzt Teile, die auf beiden Seiten eine Kante bekommen, dann müsst ihr natürlich nicht nur die Stärke der Kante berücksichtigen, sondern wenn ihr hobelt, auch den Materialabtrag der Hobelmaschine. Ich mache es immer so, dass ich dann meine Hobelmaschine genau auf 1 mm Materialabtrag einstelle. Das kann man dann gut noch im Kopf rechnen. Ich mache meine Zuschnitte 2 mm breiter oder 1 mm, je nachdem wie viele Kanten drauf kommen, und hobele genau das Maß weg, das ich vorher berücksichtigt habe. Ihr müsst also etwas rechnen und aufpassen, wenn ihr das mit der Hobelmaschine macht. Habt ihr keine Hobelmaschine zur Verfügung, dann sorgt dafür, dass eure Säge scharf ist und dass ihr einen absolut perfekten Schnitt bekommt. Die Anleimer selbst könnt ihr aushobeln aus dem passenden Massivholz oder aber ihr nehmt solche Starkfurnierkanten. Die bekommt ihr in 1 mm Dicke und 2 mm. Ich nehme meistens die 2 mm starken Kanten. Von den dünnen Furnierkanten zum Aufbügeln halte ich bei Tischlerplatten sehr wenig, denn es kommt öfter mal vor, dass hier in der Innenlage bei Stabplatten kleine Löcher sind oder auch mal größere Löcher. Eine 2 mm starke Kante überbrückt diese Löcher, ihr seht die dann später nicht mehr. Bei den dünnen Furnierkanten zeichnen sich die Löcher ab und wenn ihr dann genau an diese Stelle mit irgendwas dagegen stoßt, ist die Kante kaputt. Außerdem haben diese dünnen Anleimer auch den Nachteil, dass sie an der Kante gerne wegbrechen. Das passiert euch bei einem 2 mm Anleimer nicht. Nachteil bei diesen Anleimern ist, dass ihr sie nicht einfach mit dem Bügeleisen aufziehen könnt. Das geht wirklich nur bei diesen dünnen Anleimern. Diese etwas stärkeren hier ab einem mm Dicke müsst ihr mit Weißleim aufleimen. Aber auch das ist keine große Sache und wie ich dabei vorgehe, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Das wäre mein Aufbau. Ich baue mir immer eine solche Leimstation auf, wenn ich Anleimer mache. Meistens auf einer zweiten Werkbank, da ich genug Platz dafür habe. Ich nehme die Korpuszwingen sehr gerne dafür, weil sie von alleine stehen bleiben. Vor allem, wenn man alleine arbeitet, ist das ein Riesenvorteil, wenn man
Zwingen hat, mit denen man einfach hantieren kann. Und für die Korpuszwingen gibt es solche Kunststoffauflagen hier. Das ist ganz praktisch, da dadurch eure Tischlerplatte etwa 2 mm höher kommt. Und wenn ihr die Kante aufleimt, muss diese ja auf jeder Seite etwa 1 bis 2 mm überstehen. Ihr habt also kein Problem, bei diesen Zwingen diesen Überstand hinzubekommen. Und jetzt seht ihr schon, diese Kanten sind ziemlich widerspenstig. Die haben noch zwei Seiten. Die Außenseite ist geschliffen. Die Innenseite ist etwas rauer zum Aufleimen. Dann braucht ihr noch eine ordentliche Zulage. Die Zulage sollte gerade sein und rechtwinklig. Und ich klebe mir diese Zulagen dann immer mit Klebeband ab, sodass kein Leim haften bleibt. Und jetzt klemme ich mir meine Kante, die ich aufleimen will, mit solchen Federzwingen auf der Zulage fest. Schon in etwa in Position. Auf beiden Seiten. Und jetzt kann ich hier wunderbar meinen Leim aufbringen und kann die Kante dann inklusive Zulage an meine Platte anlegen und festleimen. Wie bei allen Verleimungen solltet ihr das vorher einmal ausprobieren. Dabei fällt euch vielleicht noch das eine oder andere auf, wie hier zum Beispiel, dass die Zwinge nicht weit genug offen ist. So funktioniert das prima. Und erst dann, wenn ihr alles fertig habt, geht es ans Leim angeben. Den Leim, einfacher D3-Leim, kein Expressleim, gebe ich mit der Leimspritze auf. Und ich verwende ganz gern eine solche Gummirolle, also keine Schaumstoffrolle, um den Leim dann zu verteilen. Die Gummirolle hat den Vorteil, dass sie den Leim nicht aufnimmt und sie lässt sich dann auch prima reinigen. Dann wird das Ganze hier aufgedrückt und hier durch diese Federklemmen rutscht euch die Kante nicht zu tief runter. Ihr könnt das schön kontrollieren. Und dann nach und nach die Zwingen anziehen. Achtet immer darauf, dass die Kante übersteht. Ansonsten habt ihr nachher ein Problem. Steht die Kante nicht über, habt ihr nur noch die Möglichkeit, diese komplette Starkfurnierkante wieder runterzuhobeln und neu aufzuleimen. Kontrolliert also bei jeder Zwinge, die ihr zudreht, dass der Anleimer etwas übersteht. Der muss auch nicht gleichmäßig überstehen. Es ist vollkommen egal, wenn er auf einer Seite mehr übersteht als auf der anderen. Aber er muss überstehen. So, und dann zieht ihr diese Zwingen richtig fest an. Eure Zulage überträgt dann den Druck und sorgt dafür, dass diese Kante auch schön dicht angeleimt wird. Ist eure Zulage zu dünn, dann habt ihr ungleichmäßigen Pressdruck und vermutlich auch Stellen, an denen der Pressdruck fehlt. Und da habt ihr dann eine Fuge zwischen der Plattenoberfläche und der Kante. Das braucht jetzt etwa eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, bis der Leim so weit abgebunden hat, dass ihr weiterarbeiten könnt. Und wenn dann euer Leim getrocknet ist, so nach einer Viertelstunde etwa, auch bei herkömmlichem Leim, deswegen, das geht recht schnell, ihr braucht keinen Expressleim, könnt ihr die Zwingen lösen. Bevor ihr aber an dieser Kante fräst oder hobelt oder sonst wie das Ganze bündig macht, solltet ihr die Platte aber noch eine halbe Stunde liegen lassen. Denn wenn ihr zu früh mit Maschinen hier rangeht, dann kann sich die Kante wieder teilweise lösen. Denn nach einer Viertelstunde hat der Leim zwar so weit abgebunden, dass ihr die Zwingen lösen könnt, aber nicht so weit, dass ihr wirklich weiterarbeiten könnt. Wenn der Leim getrocknet ist, dann könnt ihr die Kanten bündig machen. Ich habe mir jetzt 4 Gummipads hingelegt, damit meine empfindliche Furnieroberfläche beim weiteren Arbeiten geschont bleibt. Und da kommt jetzt meine Platte wieder drauf. Und egal, wie ihr jetzt diese Kanten bündig macht, ihr solltet auf jeden Fall überschüssigen Leim noch entfernen. Denn wenn ihr jetzt fräst oder hobelt,
dann verklebt dieser Leim euer ganzes Werkzeug und das muss ja nicht sein. Also nehmt euch ein scharfes Stemmeisen und macht diesen Leim, solange er noch nicht vollständig durchgehärtet ist, also so noch weiß ist, gummiartig ist, einfach runter. Dann seht ihr auch noch ganz genau, wo eventuell eure Kante nicht ganz dicht gedrückt wurde. Wenn das passiert, dass ihr also irgendwo eine Stelle habt, wo zu wenig Pressdruck war, dann könnt ihr jetzt noch problemlos etwas Leim an diese Stelle angeben und dort gezielt eine Schraubzwinge ansetzen. Dann drückt ihr das wieder dicht. Ich hatte aber hier genug Schraubzwingen. Ich empfehle euch so etwa alle 30 cm eine Zwinge. Gerne auch mehr. Und ich hatte eine gute, saubere, gerade und dicke Zulage, die den Pressdruck schön gleichmäßig auf diese dünne Kante gebracht hat. Also hier ist jetzt alles dicht geworden. Dann solltet ihr unbedingt hier diese überstehenden Enden noch kappen, auch wenn ihr später noch einen Sägeschnitt macht. Denn wenn ihr mit diesen Enden hier irgendwo hängen bleibt, dann reißt ihr euch einen Teil der Kante ab. Also vorher abschneiden. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr habt jetzt oben und unten einen Überstand dieser Kanten. Wenn ihr diese Kanten als Rollenware kauft, dann sind die in der Regel 4 mm breiter, als eure Platte stark ist. Habt ihr also 19er Platten, dann kauft ihr 23 mm breite Kanten. Die Kanten bekommt ihr dort, wo ihr auch die Platten kaufen könnt, in den Holzarten, in denen es auch die Platten gibt. Das ist also alles schön aufeinander abgestimmt, sodass das auch immer passt. Das hier ist Esche. Da ist natürlich auch eine Eschekante drauf. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Überstände hier bündig zu bekommen. Ihr könnt das Ganze mit dem Handhobel machen. Das funktioniert wunderbar. Ihr müsst nur früh genug aufhören zu hobeln. Lasst lieber noch ein Zehntel Millimeter stehen, den ihr nachher beim Verschleifen der Fläche noch wegnehmt. Im Online-Kurs zur modernen Kommode habe ich verschiedene Möglichkeiten gezeigt. Auch das Bündigfräsen auf dem Frästisch zeige ich euch in diesem Online-Kurs. Da ich in nächster Zeit einige dieser Platten verarbeiten werde und auch mit Anleimern versehen, habe ich mich wieder dazu entschlossen, eine spezielle Fräse dazu zu kaufen. Das ist die Festool MFK. Die hat einen speziellen Tisch, mit dem liegt sie dann auf der Plattenoberfläche auf. Das könnt ihr alles ganz sauber einstellen. Und das Besondere an diesem Tisch eher ist, dass er um etwa 1,5 Grad schräg geneigt ist. Und dadurch lauft ihr nicht Gefahr, in die Plattenoberfläche zu fräsen. Das muss man natürlich ganz genau einstellen. Das geht hier, da stellt ihr den Tisch passend zum Fräser ein, damit das Ganze auch bündig wird. Hier unten ist eine Tastrolle, die läuft hier an und so haltet ihr dann die Spur. Und das funktioniert wirklich prima. Oben wird abgesaugt und ihr fahrt einfach nur über diese Kante. Natürlich im Gegenlauf, da müsst ihr etwas umdenken, da der Fräser ja oben läuft. Nachteil bei dieser Fräse ist, dass sie relativ wenig Platz hier unten hat für die Fräser. Ihr müsst also sehr kurze Fräser verwenden und die sind schwer zu finden. Natürlich gibt es die von Festool, da sind sie leider relativ teuer. Und über diese Tastrolle hier könnt ihr auch genau einstellen, wo ihr den Fräser genau benutzt. Ihr könnt also, wenn ein Teil des Fräsers abgenutzt ist, die Tastrolle etwas nach hinten versetzen und den nächsten Teil des Fräsers abnutzen. Ihr fräst ja immer nur einen schmalen Bereich weg.
So sieht die aufgeleimte und bündig gefräste Kante jetzt aus. Wirklich perfekt dicht und absolut bündig gefräst. Da braucht es keine Nacharbeit mehr. Nur noch einmal zum Schluss drüber schleifen und fertig ist das Ganze. Wenn ihr also öfter mit solchen Platten und vor allem mit Anleimern arbeiten wollt, dann schaut euch mal diese Maschine an. Ihr könnt mit ihr nicht nur kantenbündig fräsen, wie ich euch das gerade gezeigt habe, sondern ihr habt damit auch eine vollwertige Kantenfräse. Da ist einiges an Zubehör dabei, wenn ihr das große Set kauft. Das ist zum Beispiel ein Tisch, in den ihr dann den Fräsmotor hochkant stecken könnt. Dann habt ihr eine Kantenfräse, die ihr auch gut absaugen könnt. Da ist ein Parallelanschlag dabei und noch weitere Zubehörteile. Ihr habt also nicht nur eine Spezialmaschine, sondern auch eine Kantenfräse. Leider ist das Ding nicht gerade billig, aber wenn man sie dann öfter benutzt, lohnt sich das ja auch im Hobbybereich. So, das wäre jetzt also meine Tischlerplatte, schön bündig gefräst. Da warten noch einige auf mich, aber ihr habt ja gesehen, so schwierig ist das mit den Anleimern nicht. Und auch ohne eine solche Spezialmaschine könnt ihr die Anleimer perfekt bündig bekommen. Da gibt es also, wie gesagt, einige Methoden. Und im Kurs zur kleinen Kommode habe ich da auch einiges zum Thema Tischlerplatten, auch was die Reihenfolge dieser Arbeitsgänge angeht, gezeigt. Also wann leimt man die Kanten auf, wann kommt der Breitenschnitt, wann der Ablenkschnitt etc. Da ist auch das Thema moderne Beschläge ganz groß mit drin. Also Schubladenführung, Topfbänder ist da alles mit drin. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut euch mal diesen Online-Kurs an. Da gibt es noch viel mehr Interessantes zum Thema Tischlerplatten, Plattenwerkstoffe und moderne Beschläge zu lernen für euch. Ja, das war's von mir für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Angst vor der Verarbeitung dieser Platten und dem Beschichten der Kanten nehmen. Schaut euch auf jeden Fall mal diese Starkfurnierkanten an. Die sind toll, die sind robust. Ihr könnt die Kanten auch etwas stärker brechen. Und ihr habt ja auch gesehen, wie einfach und schnell die aufgeleimt sind. Das war's von mir für diese Woche. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in eurer Werkstatt und habt ein tolles Wochenende.